So, Ladies and Gentlemen, wir müssen leider nochmal die Kampagne anfangen, weil ich mich ein bisschen verrannt habe in der ersten. Aber ich bin ja jetzt ein bisschen gewiefter und besser vom Kopf her. Deshalb soll das ja besser funktionieren. Wir werden mal wieder... Wir lassen es auf ausgewogen. Wir lassen auch Necromancer, wie wir es beim ersten Mal gemacht haben, weil es muss ja möglich sein, mit Necromancer da durchzukommen. Was mir aber aufgefallen ist, man hat sehr viele Zutaten bekommen, die alles mit Leben zu tun haben. Und als Necromancer brauchst du keine Lebenszutaten. Du brauchst Todeszutaten. Wir überspringen auch so ein bisschen den Anfang. Der Turm meines Meisters wurde zerstört, beziehungsweise angegriffen, weil er dem Allfeuer zu nahe kam. Und wir sollen halt seinen Platz einnehmen. Und all das Wissen, was er damals erreicht hatte, weiterführen. So. So, erstmal müssen wir zum Goblin-Lager und müssen jetzt... Ich werde ein paar Sachen beschleunigen. Bauen wir erstmal die Krypta des Nekromanten. Wir warten und beobachten die Goblins. Ich begrüße sie. Ich kann euch zu essen geben, wenn ihr euch mir anschließt. Und schon haben wir einen Goblin-Gehilfen dabei. Weil die Goblins früher meinem Meister gedient haben, sind die nicht so abgeneigt. Und ich kann jetzt Goblins rekrutieren, wenn ich denn möchte. So, die Krypta des Nekromanten. Können wir jetzt auch forschen. Es ist so, dass wir im Grimoire Zaubersprüche nach und nach freischalten können. Da gibt es einmal die Nekromantie an sich, wodurch wir Sachen freischalten können. Da sollen wir erstmal 4 Untote erschaffen. Und es gibt halt einzelne Seiten, wo wir Forschung einsetzen können. Da kommen aber später noch bedeutend mehr Zauber. Als erst werden wir aber den Hilfezauber hier machen, weil wir dadurch unsere Truppen heilen können, was Untote nicht von selbst können. In Nekromantie, gehe ich ganz kurz drauf ein, können wir Seelen mit Zutaten verbinden und dadurch können wir Untote beschwören in unterschiedlichen Stufen. Die Rezepte dafür müssen wir erstmal freischalten bzw. rausfinden, welche Konstellation aus Elementar, Tod, Leben, Arkan wir konstruieren müssen, damit wir diese Truppen rekrutieren können. Die brauchen auch eine gewisse Zeit, bis sie in der Krypta dann auferstehen. So, lebende Truppen sollte ich jetzt gerade nicht mehr holen. Weil die kosten nur Gold, was ich eh nicht habe. Gehen wir auf die andere Seite. Ich werde das übrigens mit dem Neustart ins selbe Let's Play packen. Ich werde das Thumbnail aber verändern, dass ersichtlich ist, dass man die Kampagne nochmal starten musste. Und danke fürs Hinweis, Xelda, dass ich in dem Gebiet bin, wo nette Pflanzen wachsen. Kann ja sein, dass in anderen Gebieten der Nekromanter... Wenn der Nekromant besser aufgestellt ist. So, die sind eh schwach, das geht automatisch. So, jetzt geht es darum, dass der Magierzirkel wohl meinen Meister damals getötet hat. Und ich will mich aber auch nicht bei ihnen aufhalten lassen und möchte natürlich Wissen anhäufen. Die Edichtbeschwörung brauchen wir nachher, weil das Allfeuer, worum es halt auch in dem Spiel überwiegend geht, hat so, sage ich ja, ätherische, hat Ursprungsöffnungen an der Oberfläche, mit denen müssen wir uns verbinden, dann kriegen wir halt mehr Allfeuer und mit Allfeuer können wir halt Mana regenerieren, unsere Macht steigern oder auch die Forschung ein bisschen pushen. Kannibalisieren lassen wir mal eben. Im Turm können wir auch direkt eine Werkstatt bauen und noch ein Studierzimmer. Später können wir mehr Räume bauen, wenn der Turm auflevelt. Das wird jetzt noch nicht angezeigt, aber es kommt halt später noch.
So, jetzt habe ich eh keine Seele, kann nichts machen und Gold habe ich eh zu wenig, um meine Truppen zu unterhalten, also warten wir erstmal. Und du bleibst einfach im Turm hocken, bitte. Die Dorfbewohner kannten meinen alten Meister und haben den Turm übrigens halb leer geräumt. Ne, eigentlich hat der Meister ihnen das angeblich gegeben. Deshalb mache ich jetzt hier keinen Stress. Ich beweise ihnen, dass ich ihnen nichts Böses will. Ich habe nicht die Absicht, euch Leid zuzufügen. Lasst uns doch einfach handeln. Natürlich handeln, ist das so schwer zu glauben. Ich kann euch ein paar Zaubertricks vorführen. Und dafür kriege ich die ganzen Zutaten aus dem... aus dem Dorf zurück, die sie aus dem Turm geholt haben. So, dann haben wir auch ein paar neue Seelen. Mana-Affinität plus 2 Mana am Tag. So, Eisen erzeugt Skelettkrieger, blaue Substanzen. Oder Skelettbogenschützen. Mal eben kurz gucken. Nämlich Seelen können auch, der hat die Rudeltaktik und der wird halt Mana pro Tag erzeugen als Skelettbogenschütze. Das möchte ich eigentlich nicht. Möchte der, wenn dann schon einen Caster herstellen, dafür brauche ich blaue Essenz. Also Arkan. Hui! Wie greift man auf das Allfeuer zu? Man müsste ein Irrlicht beschwören. Erforsche ich da oben an der Seite schon. Da unten das Allfeuer, was wir dann nachher die Verschmelzung vorantreiben müssen. So, tötet die Plagegeister. So, ich habe den Beschwörungszauber noch nicht in meinem Zauberbuch. Das kommt noch, aber wir sollten mal eben den Zauber für die Heilung einsetzen. Das Spiel braucht eine Schurkenklasse. Eigentlich schon, weil wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich in solchen Szenarien immer Schurke spiele. Schurke oder Waldläufer, weil Fernkampf meistens immer ist in solchen Spielen. So, wir sehen übrigens, das ist eine Gestalt mit Kapuze. In der Nähe meines Turmes ist und mich beobachtet. Ich frage mich natürlich, ob der Zirkel mich schon beobachtet mit den Magiern, die gegen meinen Meister waren, aber die Gefahr könnte halt näher sein als gedacht, ich brauche mehr Wachen. Und dann muss ich jetzt einen Wachturm von einem Milizvorposten anpeilen und hingehen. Weil mein Meister hatte ja mal Wachen. Ist halt nur ein bisschen länger her. Zombifizieren hat das letzte Mal auch schon so früh. Kann ich mich lebende Einheiten in Zombies umwandeln und die kosten mich dann keinen Unterhalt mehr. Also könnte ich die Goblin-Plünderer zombifizieren. Ich glaube, das sind dann wandelnde Tote. Ist also eine, also ist eine Steigung auf Stufe 2 Klasse von der Einheitenart. So, ihr wartet. Werkstatt gebaut und Studierzimmer. Jetzt generieren wir ein bisschen Gold durch den Raum der Werkstatt und ein bisschen mehr Forschung durch den Raum des Studierzimmers. Toll, der hat direkt einen auf den Deckel bekommen, kann ich direkt wieder casten. Das dauert übrigens im Moment 2 Runden, die zu casten, weil meine Meisterschaft, also wie gut ich Magie meistere, bestimmt, wie viel Mana ich pro Runde in so einen Zauber pumpen kann. Und da der Zauber 9 Mana kostet, brauche ich 2 Runden, um den aufzufüllen, dass ich den casten kann.
Jetzt kommt übrigens Jonas, der Nekromant. Jonas, der Nekromant, das ist der erste Held, der mir zugetan wird. Wir hatten denselben Meister. Und er erzählt mir ein bisschen von der Forschung vom Meister. Nämlich, dass einzelne Seiten aus dem Grimoire nämlich nicht mehr verfügbar sind. Jetzt müssen wir mal eben kurz ein bisschen Truppen austauschen. Du hast nämlich neue Goblin-Prügler und Ghule. Nimm mal die Ghule raus. Und dich müssen wir drin haben. Weil die Nekromantendiener Seelenfänger sind. Die können beim Schaden auf Gegnern einen Seelengewinn auf 100% setzen. Also du bekommst dann auf jeden Fall für die Nekromantenhöhle eine Seele von der feindlichen Einheit. So, ihr könnt euch erstmal hier ausruhen. So, man macht die Heilung. Wir können schon mal versuchen, das nicht versuchen. Wir machen jetzt in 2 Runden Irrlichtbeschwörung. Dann können wir die nämlich mit dem Allfeuer unten verbinden. Ich bin gerade irritiert. War das letzte Mal genauso von den Abständen? Ich glaube schon, die Karte verändert sich ja nicht. Die ist ja statisch. Sonst würde das ja mit den ganzen Quests nicht vernünftig hinhauen. Das machen wir jetzt selbst. Dann ist die Chance größer, dass ich nichts verliere. Gegen den Dämon. So, alle auch verteidigen. Es wird so... Ich muss in Untote verwandeln. Alles andere ist Unsinn. Klatsch mich nicht. Nein! Ich hab die aus Versehen bewegt. Ich olle Kartoffel. Hat zum Glück noch gereicht. Weißt du, Hauptsache für den Verteidigungsbefehl, den musst du bestätigen, aber alles andere, aus Versehen geklickt, rennen die los. Natürlich für meine aktuelle Verfassung. Total super. Also Halbschlafgefühle. Sehr schön. Haben wir dich. Sieg raus. Speedrun. Das waren jetzt mal die ersten 45 Minuten des Spiels. Plus 1 Rüstung, weil ihr seid bei mir eine Blockereinheit. Plus 1 Geschossschaden ist okay. Verdorbener Rubin und niedere arkane Seele. So, das Irrlicht wird einfach innerhalb meiner Domäne beschworen und kostet mich ab jetzt eine Runde, also jede Runde ein bisschen Mana. Kann man auch als Kampfeinheit benutzen, aber ich glaube, die ist dafür nicht so gut. Ein paar Soldaten hängen vor dem Wachturm herum, aber es ist keine richtige Wache aufgestellt worden. Als sie euch näher kommen sehen, stehen ein paar von ihnen auf, aber sie sind unsicher, ob den Beinen... auf den Beinen und offensichtlich mehr als ein bisschen betrunken.
Für 5 Gold sollt ihr euch meinen Reihen anschließen. Ich weiß nicht, wir haben ein wirklich nettes Leben hier draußen. Dem Baron ist es egal, was wir machen. Die Stadt zahlt unseren Sold und niemand ärgert uns. Eure Sache klingt nach einer Menge gefährlicher Arbeit. Ich drohe sie beim Baron anzuschwärzen. Glaubt ihr, das kümmert jemanden? Der Anführer schnaubt. Der Baron ist seit Monaten nicht mehr vorbeigekommen. Ich werde mich nicht von einem betrunkenen Bauern beleidigen lassen. Irrlichter haben einfach, ich glaube, den Vorteil, dass die Entität, glaube ich, sind. Also die haben gegen physischen Schaden eine gewisse Resistenz. Weil gerade geschrieben, ich bin Woche 25 benutze immer noch hauptsächlich Irrlichter. So, Stadt Lorraine ist aufgedeckt worden. Mit Städten müssen wir uns gut stellen. Damit wir da Räume freischalten können, zum Beispiel. Kann schon mal runter. Was sind für Bäume? Bitte was? Yes. So, ich weiß nicht genau, was du mit Bäume meinst. Yes. Wir müssen erstmal die Medusa hier töten. Die mich jetzt erstmal betäubt hat für eine Runde. Räume. In den Städten können wir Räume freischalten, wenn wir uns gut mit der stellen. Wie die menschliche Kaserne. Oh, guter Tipp. Ich habe bis jetzt nur als Sauron gespielt und alle unterjocht. Ich weiß nicht, ob du dann irgendwas rausbekommst. Langfristig. Sehr schön. Greif meine beschworenen Einheiten an, das ist nämlich egal, ob die sterben. Unfällig. Wir haben einen Gobbo-Trupp verloren. Das ist doch alles doof. So, ich durchsuche alle Räume des Zirkels, Räume im Turm des Zirkels, bis ihr die Forschungsunterlagen aus Meister auf einem Tisch ausgebreitet findet. Ihr überfliegt den Text und versteht gerade mal die Hälfte davon. Das ist wie eine Turmzauberspruchseite, die mir beibringen soll, wie ich meinen Turm levitieren soll. Das mache ich nachher. Thank you.
So, warte auf Befehle, geh hin. Und einstimmen. Das wären wirklich wandelnde Leichen. Und wandelnde Leichen sind besser als meine anderen Einheiten. Also als die Einser-Goblins an der Front. Tödliche Waffen, nekromantische Verstärkung. Alle meine Einheiten haben in dieser Woche plus 1 Weltkartenbewegung. Müssen wir selbst machen. Mon Dieu! We going? Yes. Diese Stadt wird als unentschieden enden, wenn nicht jemand dem anderen noch Schaden zufügt. Yes. Yes. So viel dazu. Schade. Dachte, ich würde das ohne Verluste durchstehen. Ob ihr einfach nervige Typen seid.
Okay, der Wundsprung kann zufällig auftauchen, aber ich weiß, dass der Mana bringt. Deshalb muss ich jetzt nicht daran gehen. Zusatzschaden beim Flakieren. Du kannst den gegnerischen Trupp nach dem Kill nicht direkt wiederbeleben. Übrigens, hier ist die Allfeuer-Zuweisung. Da gehe ich jetzt mal eben auf die Meisterschaft, weil ich dann den Turm um ein Level steigere. Wollte aber zu den Menschen gehen. Werde Zombies! Ja, Meister! Verbündete Läutern entfernt alle negativen Staatseffekte. Einen weiteren Glyphensatz. Ich wollte eigentlich mal Heilung kriegen. Kann mich gerade nicht bewegen, komischerweise. Deshalb lade ich jetzt gerade mal kurz neu. Vielleicht habe ich irgendwas zu schnell geklickt. Das ist, wenn ich Spiele schnell spiele, dann kann das schon mal vorkommen. So, sagen wir der Stadt mal hallo. Wir können doch nicht viel machen, außer menschliche Arbeiter zu rekrutieren. So, ihr seid mein Abbautrupp. Da sollen wir ein paar Ungezieferplagen für die Stadt zerstören. Der Charmeur unter uns. Stimmt, das war die Schwindlerin. Die Tinkturen verkauft, weil ja so viele merkwürdige Kreaturen hier unterwegs sind. Wie ein Heilzauber. So, ihr seid mein Abbautrupp und ihr erntet jetzt Ressourcen. Ihr habt für 2 Runden Feenflügel bekommen. Na gut. Meine Macht ist gestiegen. Dadurch ist meine Domäne größer geworden und ich habe jetzt diese Mine in meinem Radius. Ein weiterer Lehrlingplatz und weitere Turmräume können gebaut werden. Das mag der Zirkel übrigens nicht.
illegale Lehrlingseinstellung bei der Inflation. Dorfgerichte. So, eine Verzauberung, die nekrotische Energie an beliebige Materialien binden kann. Was sie schon bei Berührung gefährlich macht, wird meist auf Waffen angewandt. Plus 3 Totschaden. Die Nahkampf- und Geschossangriffe dieser Einheit erzeugen Totschaden. 4 Untote generiert. Erschaffung eines Dieners Seelenkäfig. Transportation, können wir Gold in Mana und Mana in Gold umwandeln. Tote erwecken hat damit zu tun, dass wir in der Stadt zum Beispiel eine Einheit einfach erwecken könnten. Kannibalisierung, eine Einheit wird gefressen, damit andere geheilt werden. Ach komm, dann machen wir erstmal die Transmutation. Der nächste Forschungsraum kostet 50. Weitere Studierzimmer bauen. Und dann machen wir eine gleichmäßige Verteilung erstmal. So, da war ich damals übrigens nicht. Der alte Danny hat erzählt, dass er Schwärme von Spinnen in Südwacht gesehen hat. Ach doch, haben wir schon gehört. Stell dir vor, eine Spinne so groß wie ein Haus. Wir können uns darum kümmern. Geil. Eigentlich wollte ich... Also ich versuche gerade ein bisschen den anderen aus dem Weg zu gehen. Wer will sich freiwillig um hausgroße Spinnen kümmern? It's me! Das ist die Domäne von einem anderen Zauberer, da sollte man nicht reingehen, weil das mag der überhaupt nicht. Wenn wir sowas tun. Du saugst die Spinne einfach ein mit der großen Putze aus Spaceballs. Das ist der Trick. So, meine Meisterschaft ist jetzt 12, deshalb kann ich den Heilzauber sofort wirken. Kümmern wir uns mal um die Plagen und Ungeziefer da an der Seite. Und keine Sorge, ich lasse meinen Turm irgendwann levitieren. Es wird nur noch ewig dauern.
Ja, bitte. Und dann könnt ihr gerne... Ist eigentlich egal, was ich ausbilde, oder? Wenn ich den zombifiziere. Mal gucken, was passiert, welchen... Wenn ich den Schamanen zombifiziere. Vielleicht wird daraus eine andere untote Einheit. Gold. Raumausbauten sind noch nicht freigeschaltet. Wir greifen ja einfach direkt an. Nichts hier mit dem Fleisch. Aus den Ecken ziehen. Ah. Magier sind nämlich gar nicht mal so unwichtig. Vor allem durch den Schwächungszauber, den die machen können, um Todresistenz zu reduzieren. Beziehungsweise Todesschwäche zu erzeugen. Yes. Gegen Schadensart. Bam. Alle abgeschmatzt. Check-a-chan. So, hol dir direkt den nächsten, ihr geht rüber und das nächste abernten. Und zum Dank, wenn alles abgeerntet ist, werdet ihr auch zu Zombies. Juhu! Immer schön, wenn im Chat meine Genitalien besungen werden. Ein bisschen verarscht die Kampagne jetzt schon, dadurch, dass ich meinen Turm nicht levitiere, also levitieren lasse, hängt die Kampagne ja. Beziehungsweise geht nicht einen Schritt weiter. Aber so habe ich noch ein bisschen Ruhe. Kein Stress. Ihr stoßt auf einen abgetrennten menschlichen Fuß. Blutspuren sind im Boden verteilt. So, Nekromanten. Wir bleiben bis zu den letzten Atemzügen bei euch. Und dadurch kriegen wir einen Segen von euch, der mir nichts bringt, weil es die falsche Armee ist. Aber es hatten wir schon mal, die wurde halt von Untoten gejagt und...
Okay, es werden trotzdem einfach wandelnde Leichen. Wird das Spiel auch für die PS5 kommen? Davon weiß ich aktuell noch nichts. Aber es wird geschrieben, ich glaube, die Entwickler haben gesagt, dass sie erstmal schauen wollten, wie das Spiel ankommt. So, Furcht erzeugt einen Bonus. Die Einheit verursacht immer Maximalschaden. Ja, holt euch den Segen. Die Skelette kosten mich Mana-Unterhalt. Nein, nicht kämpfen. Ihr seid nicht zum Kämpfen da. Dabei sind Skelette doch nur Stufe 1. Aber an der Stelle breaken wir die Folge für YouTube mal. Machen aber gleich noch eine. Doch, wir machen noch eine Partie weiter. Damit ich ein bisschen aufholen kann. Aber dann würde ich auch langsam mal schlafen gehen. Morgen muss ich mit dem Hund zum Arzt.